Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Nino vom Danzai-Blog. Heute geht's 1000 Kilometer nach Horb am Neckar und wieder zurück nach Wuppertal. Und zwar besuche ich dort das große Elektroautotreffen von Jérôme Brunel. Warum tue ich mir das an? Naja, da kommen 250 Elektroautofahrer aus ganz Deutschland zusammen und da wollte ich natürlich nicht fehlen. Ich bin heute Morgen um 7 Uhr oder um viertel vor 7 losgefahren, hoffe, dass ich so um 11:30 in Horb am Neckar bin und werde da so bis 18 Uhr bleiben und dann halt wieder einen Heimweg antreten, sodass ich Mitternacht spätestens zu Hause bin. Ich finde das total super, was der Jérôme da organisiert hat. Das ist schon das zweite Mal. Die erste Ausgabe fand letztes Jahr statt. Dort hat er auf den sogenannten Turnierwiesen 100 Elektrofahrzeuge zusammengesammelt. Und jetzt sind es eben über 250 Anmeldungen. Da darf der Nino vom Danzai-Blog nicht fehlen. Von daher geht es jetzt weiter. Ich werde gar nicht so viel Roadtrip-mäßig filmen. Das heißt, wir sind jetzt gleich auch schon am Supercharger in Wiesbaden. So schnell hätte ich gerne, dass das für mich auch wäre, wie für euch jetzt. Ich bin da am Supercharger Wiesbaden. Ich habe während der Fahrt ein paar Videos aufgezeichnet. Die kommen dann nach und nach im Kanal, wenn man schon mal unterwegs ist und Zeit und Langeweile hat. Finde ich, ist das eine gute Gelegenheit. So, Neo wird jetzt laden. Mir hängt der Magen in den Kniekehlen. Ich habe richtig Hunger. Hier ist ein schönes Hotel, wo man super frühstücken kann. Da waren meine Frau und ich schon mal. Das verlinke ich mal. Jetzt ist es nur so, das ist ein richtig riesiges Frühstücksbuffet. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, so viel Zeit habe ich gar nicht. Ich werde jetzt erstmal schauen, ob es hier an der Straße irgendwie einen Bäcker gibt oder so. Ansonsten werde ich dafür, ich weiß nicht, 15 Euro oder so frühstücken müssen. Mal schauen. Ja, auf geht's. So, ich bin wieder unterwegs. Ich bin doch nicht im Hotel frühstücken gegangen. Mir war das zu teuer. So einen Riesenhunger hatte ich jetzt nicht, dass ich ein Riesenbuffet nehmen wollte. Ich bin lieber ein paar Schritte gelaufen. Das ist eh besser, wenn man so viel sitzt im Auto. Und in 10 Minuten Fußentfernung war ein Supermarkt. Da habe ich mir beim Metzger was geholt, ein belegtes Brötchen. Und bin dann wieder zurückgelaufen und schon wieder losgefahren. Und von daher frühstücke ich jetzt während der Fahrt und genieße das Fahren mit dem Autopiloten. Ich bin in Leonberg angekommen. Ah, das war jetzt eine Scheißfahrt. So viel Stau und langsamer Verkehr. Da hatte ich irgendwie überhaupt keinen Bock drauf, aber ließ sich ja jetzt nicht ändern.
Ich bin auch spät dran. Eigentlich wollte ich ja um 11:30 in Horb sein. Das werde ich wohl eine halbe Stunde verpassen wegen des Staus. Aber kann man nicht ändern. Ich bin hier nicht ganz alleine. Die meisten Tesla sind schon weg. Ich habe vorhin im Glimps gesehen, dass hier vorhin drei Viertel aller Supercharger belegt waren. Das ist jetzt nicht mehr so. Hier sind noch insgesamt 5 Teslas mit meinem. Dieses Model X hier röhrt wie die Hölle. Dem ist warm. Dann ist hier noch ein Model X und noch 2 Model S. Einer sogar von Brusa. Ja, jetzt brauche ich noch einen Mülleimer. Keine Mülleimer hier. In den Supercharger sind definitiv zu wenig Mülleimer. Okay, das hatte ich auch noch nicht. Die Ladeleistung iteriert von 0 bis 4 kW immer hin und her und geht nichts rein. Ich bin zwar relativ leer, aber 25 Kilometer Rest habe ich ja noch. Es kann jetzt eigentlich meines Erachtens nicht an dem niedrigen Akkustand liegen. Das waren jetzt noch knapp 5% Rest. Sehr komisch. Ich glaube, ich fahre mal zu einem anderen Supercharger, Stall, und versuche es mal da, ob es dann besser geht. Doch keine Zeit. Obwohl, jetzt geht er zwischendurch bis 6 Uhr, ist wieder bei 0. Sehr komisch. So, ich habe das Auto jetzt umgeparkt. Jetzt gucke ich mal, ob es hier besser ist. Sieht nicht besser aus. Doch, jetzt geht er hoch. Sehr komisch. Ja, keine Ahnung. Jetzt geht er hier deutlich hoch. Irgendwas stimmt also mit dem Stall da nicht, wo ich gerade dran war. Ja. Das gefällt mir schon besser. So soll es sein. Jetzt bin ich noch später dran, weil ich jetzt hier 5 Minuten verloren habe. Weil ich natürlich mit euch gequatscht habe, anstatt zu gucken, ob der Tesla richtig lädt. Das erste Mal, dass ich das in der Form hatte. Komisch. Und ich habe die ganze Zeit die Glimps am Laufen. Mit Glimps kann man so Gruppen bilden. Und dann kann man sehen, wo wer ist, wenn man das gleiche Ziel hat. Hier sind also ganz viele, die auch Horb als Ziel haben. Und seit heute Morgen kann man ja sehen, wer wo gerade ist. Ich bin jetzt hier von der Glimps-Gruppe, bin ich alleine in Leonberg. Schade. Okay. Neo lädt jetzt mit 52 kW. Das könnte jetzt sein, weil er noch relativ leer ist. Ich muss wieder auf die 10% kommen, dann wird die Ladung steigen. Also der Strom wird, also die Leistung wird steigen. Derweil gehe ich hier mal einen Mülleimer suchen. Wie verbringt der Profi seine Ladeweile, wie man so schön sagt, am Supercharger? Ich habe da so ein paar Tipps für euch. Also einerseits natürlich ist ein Smartphone immer gut, um mal eben Mails zu checken oder zu chatten, zu surfen, Netflix zu gucken oder was auch immer zu tun auf dem iPhone oder auf dem Smartphone. Ansonsten trifft man natürlich immer auch Gleichgesinnte, die also eben auch am Laden sind und mit denen man mal ein bisschen quatschen kann. Oder hier vorne ist jetzt auch ein McDonald's zum Beispiel, also ein Restaurant gibt es eigentlich immer in der Nähe von einem Supercharger. Dann holt man sich da einen Kaffee oder isst sich was oder setzt sich da hin oder geht eine Runde spazieren. Das geht auch an vielen Stellen. Hier ist es jetzt nicht so schön, es ist mitten im Industriegebiet, aber grundsätzlich ist das auch immer eine Option. Und ansonsten, ja, ist das eigentlich gar nicht so schlimm, wie man jetzt als Laie, der noch nicht Elektroauto fahren gewohnt ist, meint. Das ist echt kein Problem. Und ich lade jetzt auch nicht voll. Ich bin jetzt hier bei 98 kW Ladeleistung und bin knapp unterhalb von 50%. Bis Horb ist nicht mehr weit, 60 Kilometer. Und anbetracht der Zeit, dass ich schon zu spät dran bin, wie gesagt, lade ich nicht voll. Ich würde jetzt gleich mit 23% ankommen. Das heißt, ich brauche ungefähr 25%, dann habe ich genug, um auch auf jeden Fall heute Abend wieder hier nach Leonberg zu kommen, um für den Rückweg zu laden, weil in Horb selber sind die Ladeplätze mau, wie ich gehört habe, und natürlich haben die Teslas mit den Superchargern ein hinreichend gutes und vor allen Dingen ja, kostenloses Netz. Dann muss man jetzt den anderen Elektroautofahrern natürlich nicht die Ladeplätze in Horb wegnehmen. Da nehme ich gerne Rücksicht drauf.
Ansonsten bleibt noch zu sagen, hier kann ich euch mal zeigen, das ist ein etwas besonderer Supercharger-Standort. Hier gibt es nämlich 20 Stalls. Ganze stolze 20 Stalls. Wir haben hier 2, 4, 6, 8. Und hier müssen noch irgendwo 2 sein. Genau, hier vorne sind auch noch mal 2. Also 20 Stalls. Ich zeige euch das mal jetzt in der Übersicht. Also hier sind 2. Dann stehen hier 8 Stück, macht 10. Und dann hat man hier noch mal 10. Die sind hier neu dazu gekommen. Hier unterscheidet sich es ein bisschen. Hier sind die eigentlichen Gleichrichter, die also aus dem Wechselstrom, aus dem Stromnetz den Gleichstrom für das Auto machen und hier in die Stalls einfließen lassen. Die stehen hier zwischen den Stalls. Das ist ziemlich untypisch. Normalerweise sieht das so aus, dass man hier so einen Bretterverschlag hat und dass da die Gleichrichter, weil die sind das Teure an dem ganzen Supercharger, dass die eingehaust sind und geschützt vor Vandalismus. Und die sind jetzt dann doch relativ exponiert, finde ich. Das Schöne ist, man kann sich es halt ein bisschen mal ansehen, aber auf der anderen Seite, so richtig spannend ist es nicht. Hier sieht man, dass die große Öffnung für den Lüfter, weil hier wird halt durch die hohe Leistung richtig Strom umgesetzt und damit Wärme. Und normalerweise sieht man halt davon nichts. Und die rauschen auch ganz schön vor sich hin. So, jetzt denke ich, habe ich genug drin. Weiter geht's nach Orb. Tesla fängt jetzt auch an, die Ladeleistung zu reduzieren. Wir sind jetzt bei 88 kW. Von daher, ab geht's. Und schon sind wir wieder halb voll. So kommen wir auch zurück. Ja, danke schön. Okay. Wo fahre ich hin? Nach hinten durch. Nach hinten durch. Oder du bist ein Freund, der hier bleibt. Alles klar. Danke. Ich bin angekommen, vor 3 Stunden um genau zu sein. Ich wurde von vielen Zuschauern angesprochen und das ist ein tolles Event hier. So, Leute, ihr habt mich fertig gemacht. Das hier ist der letzte Rest vom Schützenfest. Der letzte harte Kern ist da, der wahrscheinlich auch gerade noch da drüben auf dem Stadtfest ist. Das geht noch bis Mitternacht. Super Sache. Das war ein super geiler Tag. Jerome, das war eine Meisterleistung. Tolle Veranstaltung. Hat mich sehr gefreut. Ich meinte gerade, ein Besoffener mich anmachen zu müssen. Jerome, hast eine tolle Show hier geliefert. Das war eine Wahnsinnsarbeit. Ich kann mir das echt vorstellen, was du hier geopfert hast. Es hat sich gelohnt, finde ich. Toller Job. Nächstes Jahr bitte gerne wieder. Dann schaffen wir die 500 Autos, Elektroautos hier nach Horb zu bringen. Aber du musst halt einen größeren Parkplatz suchen oder vielleicht den Neckar leer pumpen oder irgendwie sowas oder einen Staudamm bauen.
Liebe Zuschauer, ihr habt mich fertig gemacht. Ich habe es gerade schon angedeutet. Ich bin nicht dazu gekommen zu filmen. Ich habe hier einen Vlog angefangen und ihr seid schuld, dass ich einen ausgiebigen Start hatte, einen ganz schwachen Mittelteil und jetzt ein kurzes und schnelles Ende. Ihr habt es so gewollt, aber es hat mich sehr gefreut. Es war super schön, mit so vielen Menschen zu sprechen, von so vielen angesprochen zu werden. Das ist ein ganz tolles Feedback. Das motiviert mich, weiterzumachen. Und dass ich hier irgendwie irgendwas richtig mache, finde ich toll. Von daher vielen Dank, dass ihr mich am Video machen gehindert habt. Weiß ich sehr zu schätzen. Und ja, lasst uns zusammen die Welt retten. Hier in Horb am Neckar war richtig was los. Ihr habt was verpasst, wenn ihr nicht da wart. Und wir sehen uns bis zum nächsten Jahr oder bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.